Hallo miteinander, ich bin Dave Dolly vom Dolly Gym, hier für SI Online, für unsere Hüft- und Beinserie. Oft wird gesagt, dass Krafttraining unbeweglich macht. Ich zeige euch gerade einen Split Squat, einen Side Split Squat, der gleichzeitig Kraftstabilität und Beweglichkeit ist. Let's do it! Wir haben hier die Langhantelstange, ich habe ein bisschen Gewicht drauf, das ist das 30 Kilo insgesamt. Ich lasse die auf, Hände eher schmal, Stange mittlere Position, Ellbogen führen. Ellbogen führen aktiviert den starken, grossen Rückenmuskel, stabilisiert den Rücken. Wenn man die Hantelstange mal aufgelesen hat, ein bisschen wegkommen vom Gestell, dann die Standbreite einnehmen. Ist gut, wenn man das vorher schon mal angeschaut hat. Es soll so breit sein, dass wenn man hier runtergeht, ganz runter kann, da der Fuß immer noch flach kann lassen kann und das Knie soll da sein. Es darf nicht hier reinkippen, sondern muss hier außen sein, sodass die Fußsohle flach bleibt und das Knie da safe. Muss man vorher ein bisschen herausfinden, wie breit das sein soll. Ich kann es etwa draussen. Dann von hier ausgerichtet nach vorne mit dem Oberkörper, ganz runter und hoch. Der Oberkörper bleibt nach vorne ausgerichtet. Wir gehen hier ganz runter und kommen wieder rauf. Ein paar Mal die gleiche Seite. Und rauf. Dann wechseln. Sehr eine interessante Eigenschaft von dieser Übung ist, dass auf der einen Seite haben wir hier Kraft und auf der anderen Seite haben wir natürlich hier Beweglichkeit. Das heisst, der Innenschenkel wird relativ gut dehnt, während das hier gekräftigt wird. Und nicht nur in dem bewegenden Muskel wird kräftig, auch hier in der Hüfte, weil da muss ich aktiv das Knie rausziehen, damit es nicht reinkippt. Das heisst, wenn ich komme so oben runter, dann muss ich hier stabilisieren. Da wird dehnt und dann komme ich wieder zurück in die Ausgangslage. Wenn man dann die Position hat, die Stangen auf den Schultern, schön aktiviert, Ellbogen gegen vorne, dann geht es langsam seitlich runter. Was wir darauf achten wollen, ist, dass wir nur seitlich gehen und nicht noch zusätzlich ausdrehen. Versuchen, ausgerichtet zu sein nach vorne, nur seitlich runtergehen und wieder hochkommen, seitlich runtergehen und wieder hochkommen und immer schön nach vorne ausgerichtet bleiben. Mit einer Langhantelstange kann man mehr machen als nur gerade auf und ab. Tut achten, dass ihr gutes Material habt. Wie ihr seht, wir haben hier keine Befestigung. Das ist, wenn wir entsprechende Platten haben. Sonst, zur Sicherheit, hier Befestigung drauf. Safe trainieren, gut aufwärmen, bevor es losgeht. Weil so eine Übung macht gleichzeitig Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Stabilität. Wollt man vorbereitet sein und dafür grossen Effekt. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Trainieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.